Arbeit, murmelt ein Tartarenanführer. Brüder und Schwestern, die ihr einst nur eurem Kampfgeist gelebt habt, lasst ihn los. Jetzt ist die große Chance und die Eintrittskarte ist ein friedvolles Herz. Sind wir alle Brüder. Und dass alle eben sich Gott zuwenden und dass wir wieder auf der ganzen Erde eine Familie von Brüdern und Schwestern sind. Ich sehe jetzt wieder auf dem Tafelberg, hier oberhalb von Kapstadt. Es soll wieder Frieden werden auf der Erde. Auch sie erkennen jetzt an, dass diese Übernahme der Weltherrschaft, dass selber Gott spielen wollen, nicht das ist, was der Vater will. Die nächste große Reise, die wir zu machen hatten, war die Reise zur Verhinderung von etwas, was ich zu der Zeit nicht wusste. Wir wurden gerufen, dass wir Mitte August nach Kiew reisen sollten, nach Russland. Kinder, fliegt und schaut, dass ihr vor dem 17. August wieder zurückkommt. Denn sonst ist es zu spät. Zu spät mit was? Keine Ahnung. Auf dem Flug nach Kiew war mir schon ganz mulmig zumute. Wir nisteten uns dort dann in ein kleines Hotel ein. Und dann ging die weitere Reise auf den Lavra, in das Kloster von Kiew. Dort im Kloster angekommen, sahen wir, dass dort riesige Gewitterwolken aufzogen. Diese Gewitterwolken waren so intensiv. Und ich merkte, da waren Anführer von Gewalt drin, von ungeheurer Macht, die Tataren. Hohngelächter ohne Ende. Es war schwierig, mit ihm in irgendeiner Form zu verhandeln. Was hast du vor? Und dieses Hohngelächter ist mir so durch Mark und Bein gegangen.
Ich musste dann mit dieser Wesenheit so lange arbeiten, bis auch sie endlich auf den Umkehrweg kam. In dem Film Kiew sehen Sie ganz genau, wie das ging. Zusammen mit den Bildern von Kiew und vom Lavra, vom Kloster dort. Aus diesem Grunde waren wir nach Kiew gerufen worden, um dort eine geistige chirurgische Operation vorzunehmen, nämlich um die Auflösung der totalitären Systeme zu bitten, was dann ja auch gelungen ist, wie ihr in den Erzählungen vor und nachher gehört habt oder noch hören werdet. Aus der Gebärmutter Erde flog ein tennisballgroßes, graues, rundes Gebilde heraus. Heilfroh waren wir, wo das geklappt hat. Jetzt kann die Mutter Erde wieder richtig gebären. Hilf, o Vater, dass alle die Völker, welche in früheren und in heutigen Zeiten kriegerische Gedanken fassten und fassen, jetzt allmählich an die Umkehr denken. Du hast auch in ihr Herz die Gewissenhaftigkeit gesenkt. Hilf, dass diese Gewissenhaftigkeit sich in den Frieden des Herzens umwandeln möge. Nach und nach wirst du in deinem spirituellen Wachstum die Bedeutung der universellen Liebe und meiner göttlichen Liebe kennenlernen. Lasse sie sich ganz selbstverständlich und ohne Anstrengung deinerseits entfalten. Nur mit der tiefen inneren Sehnsucht, mehr zu lieben. Diese Liebe haben wir heute auch gespürt, denn auch diese Lichtbrücke, die jetzt geschlagen wurde, zwischen dem russisch-ukrainischen Volk, den vielen lieben Menschen, die wir hier treffen durften, und auch wieder unserer lieben Nathalie, hat uns gezeigt, dass die Lichtbrücken wirklich Völkergrenzen, Sprachen, Distanzen überwinden und wir innerhalb jedes Volkes genau die Menschen treffen, zu denen wir bewusstseinsmäßig auch gehören. Erweitern wir also unser Bewusstsein, beginnen wir mehr und mehr zu lieben. So kommen auch immer mehr Menschen, die die Liebe wirklich leben und ausstrahlen, auf uns zu. Kaum waren die Tataren bezähmt, dass sie von ihrer Gewalt abließen, durch das Erkennen, was würde ihnen in der Folge passieren, wenn sie das alles abtragen müssen, was sie in dem Moment gesät haben. Dann kamen die Skythen, ebenfalls kriegsbereit. Total auf Verderb, Revolution, Krieg eingestellt. Mit ihnen hatte ich in etwa das gleiche Spiel. Auch den Anführer der Skythen musste ich zuerst zur Rede stellen, was zum Glück nach langer Zeit auch gelang, bis auch er einsah, dass seine Handlungsweisen zu seinem eigenen Verderb führen würden für lange Zeit, bis er dann eines Tages wieder in andere Seelenebenen abwandern könnte. Schauen Sie sich diesen Film einmal an. Er zeigt, warum das nicht eintreten musste, was wir nach der Rückreise dann erfuhren. Am 17. August rief uns ein Nostradamus-Kenner an und sagte: Wart ihr schon wieder unterwegs? Ich sage: Ja. Ewart, wieso? Ihr bringt die ganze Weltgeschichte durcheinander. Glücklich war ich darüber. Das war für mich ein Kompliment.
Ich sagte, bist du nicht auch froh, wenn dir nicht Bomben auf den Kopf fallen? Weil das war das, was Vater uns sonst angekündigt hatte. Wenn wir nicht reisen würden, dann würden auch uns die Bomben auf den Kopf fallen. Und ich als Kriegskind, Kind von Eltern, die auch im Krieg waren, beziehungsweise unter dem Krieg leiden mussten, weil auch sie waren noch zu jung, hatte überhaupt gar keine Lust auf Krieg. Denn das ganze Leben, meine ganze Jugend bestand nur aus Kriegsgeschichten. Und deswegen lag in mir dieses überstarke Interesse, alles dafür auf der Erde zu tun, dass kein weiterer Krieg mehr passieren musste. Und die einzelnen Stationen, die dafür alle nötig waren, dass es bis heute hin trotz vieler Kriegsherde friedlich blieb, die möchte ich Ihnen jetzt alle Stück für Stück erzählen. Und Kiew war eine davon. Aber sehen Sie selbst. Die nächste Station, die wir dann zu bewältigen hatten, war im Juli, ich meine es war 1998. Und dort habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Patzer gemacht in dieser Beziehung, der mir bis heute noch sehr leid tut. Alle hatten Angst vor dem Ausbruch des Dritten Weltkrieges. Wir waren bei einer Familie, die sich auch dafür eingedeckt und vorbereitet hatte, dass wirklich nicht so viel ihnen passieren musste. Und dann kam der Ruf, bitte Kinder, geht nach Griechenland. Angst überall in allen Ecken. Und leider, was mir nie wieder passiert ist, ließ ich die Angst das Projekt des Vaters dominieren. Hätte ich es nur nicht getan. Dann brach der Kosovo-Krieg aus. Ich hätte mich ohrfeigen können. Es tat mir so weh. Vater, was kann ich jetzt tun? Und Vater sagte dann zu mir, jetzt kannst du den Krieg nur noch stoppen. Ich sagte zu ihm, wie Vater, bitte gib mir Bescheid. Der Krieg dauerte und dauerte. Zerstörung. Und die Menschen, die dann flüchten mussten. All die Sachen, die jetzt dann dem Erdboden gleich gemacht worden sind. Not, Vergewaltigung von Frauen. Mir tat das Herz so weh. Auf einmal kam dann erst Richtung April 1999 der Ruf. So Kinder, jetzt geht. Wir nahmen das nächste Flugzeug, was uns nach Athen führte. Und dort auf der Akropolis sah ich die Initiatoren aus der Atmosphäre. Die sogenannten griechischen Götter. War das eine tolle Odyssee. Ich sage, ja, toll war die. Was habt ihr denn da wieder angestellt? Ja, war doch klasse. Blut vergießen. Ich hätte sie können. Sag, Athene, habt ihr denn überhaupt eine Ahnung, was ihr euch damit alles eingebrockt habt? Was habt ihr da gemacht? Ich hielt ihnen eine lange Ansprache, die ganz auf dem Film drauf ist. Und Stück für Stück konnte einer nach dem anderen erkennen, was er dort angestellt hatte. Ihr, die ihr euch Götter nanntet und meintet, einem Volk zum Sieg zu verhelfen, wisst ihr denn nicht, dass ihr in Wirklichkeit die Kriegstreiber seid? Warum wird denn eine Stadt immer und immer wieder zerstört, wenn nicht die Menschen in ihr Machtgelüsten nachgehen?
die dieser Stadt nur schaden und nicht nützen? Ich sah dann die Menge, all der Belastungen, all des Karmas, der Kriege, der Not, der Getöteten, der sich noch nicht verziehen habenden über der Stadt gleich dieser Dunstwolke hängen. Doch ein Lichtpunkt leuchtete auf. Herr, so bitten wir dich, lass aus diesem Lichtpunkt die Erkenntnis kommen. Führe sie doch dahin, dass sie nicht mehr sogenannte Gottheiten anbeten, die sich selbst auf den Thron gesetzt haben und die garantiert mit ihrer gesamten Theorie und all dem, was sie den Menschen durchgeben, nicht dem Lichtreich angehören. Herr, hilf diesen Wesenheiten, die sich Götter nennen, dass auch sie jetzt verstehen, was sie dort wirklich machen, eigene Schöpfungen nach ihren Vorstellungen aufrichten und die Menschen beeinflussen. Herr, hilf, dass diese Wesenheiten jetzt als erstes verstehen mögen, dass nur der Weg der Liebe und des Friedens, der Weg zurück ins Vaterhaus und zurück zum Frieden auf der Erde ist. Damals waren es die Perser und die Griechen. Heute sind es die Serben und die Albaner. Vater, wie lange soll denn das noch weitergehen? Wann versteht der Mensch? Herr, wir bitten dich, zeige diesen Wesenheiten jetzt, wo du wohnst, damit sie wirklich Freude bekommen, dir nachzufolgen. Als wir nach Athen einflogen, gab es eine gewisse Schicht über der Erde in circa 4.000 bis 7.000 Meter Höhe, wo ich auf einmal die Stimme Christi vernahm. Wisset ihr, warum diese meine Kinder kommen? Und eine große Heerschar von in der Ebene lagernden Göttern antwortete: Wir wissen es. So bitten wir dich, o Vater, gib jetzt dein Licht in diese Wesenheiten hinein, dass sie erkennen und verstehen und alle, die ihnen, ob bewusst oder unbewusst, ob gewollt oder ungewollt, noch anhangen oder auch nur einen ihrer Charakterzüge tragen, von Macht und Stolz und Sieg über den Nächsten, dass sie ihnen, wenn sie jetzt umkehren, und das wünsche ich für sie von ganzem Herzen, dass sie ihnen nachfolgen und die Größe und Wahrhaftigkeit deiner Demut erkennen. Deine Demut will den Frieden und nur den Frieden. Deine Demut zwingt kein Kind zur Rückkehr, aber sie bringt das Kind, was wirklich die Rückkehr durch sie gefunden hat, zur wahrhaftigen Rückkehr. O Herr, reiße nun den Vorhang auf. Zeige ihnen, wie es bei dir aussieht. Und hilf, stütze ihren Funken, dass sie dir freudig nachfolgen. Und dieser Ort, der wie unter einer Glocke so belastet saß, frei werden kann, wirklich frei. Frei von diesen Menschen, frei von diesen Gedanken, insbesondere frei von den beeinflussenden Wesenheiten. Darum bitten wir dich aus ganzem Herzen, unser Gott und Herr. Amen. Wissen Sie, was das Resultat war? Schauen Sie selber.
im Griechenland-Film ist zusammen mit wunderschönen Szenen alles dargestellt. 10 Tage später war der Krieg zu Ende. Gott sei Dank. Und laut Nostradamus hätte er sich ausweiten sollen über einen langen, langen Zeitraum und über ganz Europa und wäre wirklich zu unserer Katastrophe geworden. Danke, Vater, dass das noch verhindert werden konnte. Amen. Öffnet euren Blick jetzt für euren Schöpfer, für den ihr Jahrtausende lang keinen Zugang hattet, damit ihr euch entheben könnt aus der Leere, aus der Lethargie, damit ihr wieder das Leben kennenlernen könnt, so wie der Vater es euch geschenkt hat. Hört auf mit den Zen-Meditationen, die nur eure Gefühle abtöten. Euer Leben, das Kostbarste, was ihr habt. Ich sah dann heute Morgen und ich hoffe, dass diese Vision wahr wird. Wie der Vater dort stand und dann eine Offenbarung zu mir sprach. Ich sah den Vater dort mit vielen, vielen Lichtengeln stehen. Und ich sah auch all die Wesenheiten, die bisher an Buddha und andere Wesen gebunden waren, wie sie jetzt bereit waren zur Umkehr, wie das Licht der Erkenntnis in ihren Herzen strahlte, wie der Vater sein Licht in ihren Herzen aufglimmen ließ, damit sie ihn erkennen können. Ich hoffe, dass diese Vision wahr wird, dass jetzt diese Millionen von Seelen wieder den Weg zurück in ihr wahres Erbe, in ihr wahres Lichtreich, in unser wahres Lichtreich finden können. Nächste Fahrt, die ebenfalls wieder unheimlich wichtig war, um das Gewaltpotenzial von der Erde zu entheben, war die Fahrt nach Peru. In Peru war eine große Wesenheit mit Namen Pachacutec. Diese Wesenheit arbeitete in der Zeit mit dem US-amerikanischen Präsidenten zusammen und miteinander heckten sie Pläne für einen dritten Weltkrieg aus. 1999 mussten wir dann nach Peru fliegen. Auch dort sah ich die Pläne in der Atmosphäre. Ich sah Pachacutec. Ich sah alles, was er anstellen wollte. Und er sah es auch. Nur zu seinem Erschrecken, diesmal viel, viel stärker, nämlich mit all den Konsequenzen, die er sich damit einhandeln würde. Und mit den Konsequenzen für eine nächste Inkarnation, wenn er dann zur Erde gehen würde. Wie würde er dann aussehen? Er müsste dieses ganze Karma, was er jetzt dabei war aufzubauen, in der Erdeninkarnation wieder abtragen. Oh, das gefiel ihm nicht. Das ist oft das Mittel zur Wandlung, was Vater dann einsetzt, damit die Wesenheiten zur Besinnung kommen, bevor sie etwas tun, was sie im Schilde führen. Bittet nun darum,
dass dieses schwarze Kreuz jetzt von euren Schultern genommen werdet, o ihr Spanier, die ihr dieses Land erobertet, o ihr Inkas, die ihr eure eigenen Leute hinrichtetet, o ihr anderen Völker, die ihr hier gemordet und gehaust habt. Wendet euch mir zu, so will ich euch helfen, dieses schwarze Kreuz zu entnehmen und richte stattdessen das Kreuz der Erlösung auf. Dadurch konnte auch er langsam aber sicher gewandelt werden. Langsam aber sicher war er dann auch bereit, die Menschen, die unter ihm arbeiteten, auch zur Wandlung zu bringen und ihnen zu sagen, es hat keinen Wert, wieder einen dritten Weltkrieg anzufangen. Es hat keinen Wert, das Gewaltpotenzial wieder ins Spiel zu setzen. Warum? Wir müssen es eines Tages abtragen. Immer wieder haben wir gemerkt, dass dieses Gesetz von Ursache und Wirkung bei den Fallkindern überhaupt noch nicht in ihrem Kopf integriert ist. Und sie denken, sie können handeln, wie sie wollen. Es würde für sie immer zum Guten rauskommen und immer zum Sieg führen. Sieg gibt es nicht. Es gibt nur einen einzigen Sieg, den wir wirklich erringen können. Und das ist der Sieg über uns selber. Aber sehen Sie selbst, tauchen Sie mit uns ein in die wunderschöne Landschaft von Peru. Viele Stellen sind dort. Die Kulturen, die vor Pachacutec waren und das auch schon alles initiiert haben, werden dargestellt. Arequipa, Cusco, der Machu Picchu und dann anschließend auch die Sonneninseln. Ich wünsche mir, dass Frieden wird auf der Welt. Zum Glück hat Pachacutec gehört. Und auch da musste wiederum das nicht passieren, was für die Jahrtausendwende angekündigt war. Der Ausbruch dieses dritten Weltkrieges. Sie sehen, wir reisen immer den Krisenherden der Erde hinten nach. Und unser schönster Lohn ist tatsächlich der, wenn, wie auch das Jahr, nichts passiert. Überflug über den Himalaya von Kathmandu nach Lhasa. Hier begegneten uns die Achttausender des Himalaya. Schon eine beeindruckende Gebirgswelt. Anschließend gab es noch einmal eine große Reise und diese führte uns nach Tibet und in den Nepal.
Dort ging es nicht in erster Linie darum, kriegerisches Treiben abzuwenden, sondern die Menschen von der Irreführung durch Religionen, die die Menschen an ihre Wesenheiten binden möchten, zu befreien. Die große Stupa in Kathmandu, Budmanat. Unten herum sind 108 Gebetsmühlen. Die Gläubigen meinen, wenn sie die Gebetsmühlen drehen, würde dieses Gebet, was draufsteht, für sie in Erfüllung gehen. Buddhismus näher kennt, dann weiß man, wie stark diese Religion bindet. Schutzgottheiten mal wieder. Diese Dämonen, die davor stehen und das Ganze sozusagen bewachen sollen. Noch ein zweiter dieser Schönlinge. Seelen, die ihr in den Klöstern weilt, egal welchen auf dieser Erde, befreit euch jetzt. Denn ich bin die Freiheit. Ich bin der, der euch aus der Gefangenschaft herausholt, aus der Gebundenheit eures klösterlichen Seins. Ihr seid zur Freiheit geboren und niemand von euch sollte sich und braucht sich in einer solchen Institution binden zu lassen, auch wenn sie scheinbar euch ein Stück Geborgenheit gibt. Dennoch bindet sie euch. Kommt jetzt heraus, die Türe steht euch offen. Und so wie die Türe euch offen steht, stehe auch ich vor euch, das ewige Licht, der Liebestrahl aus dem Herzen Gottes, Jesus Christus. Amen. Wir dürfen wirklich ganz eindeutig feststellen, wenn uns unser Vater sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so stimmt das. Wenn Christus uns sagt, ich bin das Licht der Welt, so stimmt das. So fuhren wir in die Ecke, wo Buddhismus, Hinduismus und andere Religionen eine große Rolle spielten und bemühten uns darum, die Seelen von diesen Religionen zu lösen, denn sie führen in Seelenebenen, die entweder tiefrot sind, so wie die Kleider der buddhistischen Mönche, orange sind, so wie die Kleider von den Krishna-Anhängern, oder in anderen dunklen Farben sind, zum Teil auch kriegerischer Art. Denken wir daran, Krishna hat die Mahabharata-Schlacht vom Zaum gebrochen. Das war der erste Krieg dieser Erde und auch dort hatten wir über 6 Millionen Tote. Von dort an begann die Aggression sich fortzusetzen und immer wieder die Erde zu tyrannisieren. Die Menschheit tötete sich gegenseitig. Und das ist das, was jetzt wirklich aufhören darf. Es hatte lange gedauert, bis sich das, was Krishna tat, begann in Frage zu stellen. Und dieser Film von Gandhi hat mich nochmal in tiefster Weise zum Nachdenken gebracht. War es wirklich richtig, das, was Krishna vor 5000 Jahren hier auf der Erde tat? War es richtig, Millionen von Menschen zu töten? In dem Sinne, dass er meinte, die Guten zu erretten und die Sünder zu töten, dazu würde ich von Zeitalter zu Zeitalter geboren.
Wie anders waren doch die Worte von Christus, der meinte und uns deutlich sagte, die Sünder zu erretten. Dazu bin ich gekommen. Als ich am Morgen aufwachte in Kurukshetra, da lag so etwas wie eine sehr ernsthafte Bedeutungsschwere in der Luft. Und ich spürte auch, dass all die damals an der Mahabharata-Schlacht Beteiligten sich versammelt hatten in der Atmosphäre. Und ihnen war bewusst die gewaltige Entscheidung, die jetzt bevorstand. Und als wir dann uns auf den Weg machten, dann war ja alles in einen Nebel gehüllt, der wirklich wie der Nebel, die Vernebelung war, die Krishna halt in den Bewusstseinen der Menschen bewirkte. Ich spürte sehr deutlich, dass nun alle vor 5000 Jahren bei der Mahabharata-Schlacht beteiligten Menschen, es waren über 6,5 Millionen, in der Atmosphäre versammelt waren und alle Augen gespannt auf Krishna gerichtet waren. Ich durfte nun Jesus erkennen. Ich gebe nun all die Seelen frei, die ich so lange Zeit an mich gebunden habe. Ich spreche nun noch einmal als Krishna zu euch. Und ich werde nun mit meiner ganzen Kraft helfen, dass all die Seelen und Menschen, die ich an mich band, zu unser aller wahrer Schöpfer, zu Jesus finden. Also zu Beginn der Meditation stand ich mit Krishna neben dieser schwarzen Energiekugel und ich fragte dann Krishna, ob er eine Bitte hervorbringen wollte zu Jesus, der auch anwesend war, der bei uns stand. Und zuerst kam nichts und dann fragte ich Krishna, ob wir gemeinsam jetzt den Vater Jesus bitten wollen, dass diese Energiekugel, womit du so lange Millionen von Menschen an dich gebunden hast, jetzt umgewandelt werden kann. Und da hat er dann zugestimmt und gemeinsam baten wir nun Jesus darum, um die Wandlung. Und es geschah dann nicht plötzlich oder dass diese Kugel so explodierte, wie ihr es früher gesehen habt, sondern ich erlebte es auf eine sanfte Weise, dass irgendwie die Kugel langsam durchlichtet wurde und sich wie zu einer Sonne dann wandelte. Und das Licht an meinem dritten Auge, was erst so klein war, erweiterte sich auf einmal gewaltig und ich sah auch eine große Sonne in meinem Innern. Und am Ende des ganzen Geschehens, auch nachdem ich das eben zum ersten Mal auf die Kamera aufgesprochen habe, habe ich mich nochmal versenkt und es war wie ein großes Jubelfest dort oben. Und ich hatte den Eindruck, als wenn dort Menschen tanzten vor Freude. Und auch eine Riesenerleichterung, die sich in meinem Herzen breit machte, ein Riesenfriede. Und den auch gleichzeitig Krishna jetzt spürte. Und Krishna bat mich dann durch
Und er dankte mir für den Erdenweg, den ich jetzt auch stellvertretend für ihn gehe. Und dass ich dann noch diese Worte an die Menschen richten soll. Dass er jetzt mithilft, dass jetzt die ganzen Bindungen der Menschen an Krishna aufgelöst werden und dass er einfach jetzt intensiv hilft, dass all diese Menschen und Seelen nun zu Jesus finden. Auf jeden Fall waren die ganzen damals Beteiligten versammelt und hörten intensiv dem zu, was nun dort geschah und wie Krishna dann Jesus erkannte als den, der er wirklich ist, unser aller Schöpfer. Dies war eine wirkliche Erschütterung im Wesen Krishnas. Und er spürte es ganz deutlich im Herzen, dass dies wirklich, dass dies Gott ist, unser Herr, der auch ihn geschaffen hat. Und es war genauso wie damals bei Sadhana in der Golgatha-Nacht, dass er praktisch jetzt diese Sehnsucht spürte im Herzen. Diese Sehnsucht wurde erweckt. Diese Liebe, diese unendliche Liebe, die er zu Jesus auf einmal begann zu spüren. Und das war der ausschlaggebende Punkt auch für alles Weitere, was dann geschah. Dass er nun bereit wurde, sein Unrecht einzusehen, seinen Wahnsinn, den er hier auf der Erde und in den Seelenebenen seit vielen Tausenden von Jahren vollzogen hat, dass er diesen Wahnsinn einsah und tief erschüttert dann auf den Umkehrweg kam und Jesus um Hilfe bat, dass er es jetzt, dass er es überhaupt schafft. Ohne seine Hilfe war ihm klar, hätte er nie mehr den Rückkehrweg schaffen können. Er hätte Tausende, er hätte Millionen Jahre hier sein können, er wäre keinen Schritt weiter gekommen. Wenn nicht Jesus für ihn 9 Schritte entgegengekommen ist, war am Kreuz, wo er auch bereits sein gewaltiges Verschulden erlöst hatte. Und Krishna bittet mich auch nochmal, da ich ja nun hier einen Körper habe und eine Stimme, die irdisch gehört werden kann, er bittet nochmal inständig um Verzeihung all die Seelen, die er in dieses große Leid geführt hat. All die Seelen, die er durch irreführende Philosophien von Gott abgelenkt hat und an sich gebunden hat. Er bittet sie alle um Verzeihung aus tiefstem Herzen. Und wünsche ich jetzt nicht sehnlicher, als dass all diese Seelen so schnell wie möglich die Verbindung zu unserem wahren Schöpfer finden, dass sie den Weg zu Jesus finden, dass sie den Weg finden, diese Liebe im Herzen zu entwickeln, diese Liebe zum Vater, diese Ziehkraft ist für den Weg nach Hause. So fuhren wir auch in die Klöster, in denen die magischen Praktiken gelernt wurden, wie sie auch von einem großen Magier dieser Erde, der jetzt vor kurzem von der Erde gegangen ist, praktiziert worden sind. Froh sind wir darüber, denn er kündigte noch an, dass er bis 2019 bleiben würde
und dann sein glorreiches Erscheinen feiern würde? Wir sind froh, dass Vater ihn vorher geholt hat, damit keine Verwechslung mit der Wiederkunft Christi stattfinden muss. Für diese Zeit ungefähr ist das große Licht Jesu Christi angesagt, in dessen Licht wir auch seine Gestalt erkennen können, so wie ihn sehen. Vater, was mir auch immer wieder auffiel, was jetzt ganz definitiv zur schwarzen Magie gehört, das sind die Mudras, diese Handhaltungen, die ja auch so schön in Europa proklamiert werden und wo ich immer nie wusste, wo die herkommen. Die Menschen erzählten immer, dass sie davon sehr viel Energie bekommen würden, aber eben woher? Jetzt wissen wir es. Auch sie sind aus den Ebenen, wo die Dämonen den Menschen die Wünsche erfüllen, um sie damit an sich zu binden. Herr, hilf auch, dass dort die Aufklärung in Europa auch weitergeht und nicht die Menschen, die eigentlich schon bei dir waren, wieder in diese Ebenen hineingezogen werden. Darum bitten wir dich aus ganzem Herzen. Die Irrlehren, die dürfen jetzt Stück für Stück von der Erde verschwinden. Und alle Wesenheiten, die sich selber für Gott halten, dürfen jetzt erkennen, dass auch sie nur ein Teil aus Gottes Geiste sind und dass auch sie eines Tages die Rückkehr anstreben dürfen, die Rückkehr ins weiße Licht, was nur beim Vater scheint, aber wonach jede Seele eine große Sehnsucht entwickelt. Wenn ich mit meinen Klienten in die Innenschau gehe und wir sehen nicht das weiße Licht, dann ist jeder Klient unglücklich. Die Seele an sich ist aus dem weißen, warmen Licht geschaffen und möchte zurück in das weiße Licht. Aber das geht nur dann, wenn sie alle anderen Anbindungen loslässt, sich wirklich unserem Vater zuwendet und den Weg über Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ausnahmslos. Wenn die Seele diesen Weg beschreitet. Und dann sieht jede Seele, egal welcher Religion, am Ende dieses Weges, der ins Licht führt, richtig ins Licht, auch Jesus Christus stehen. Und hinter ihm das große Licht des Vaters. Das absolute Licht der Vergebung. Das absolute Licht der Liebe. Die Schönheit, die uns dort in den Himmeln erwartet. Erwartet uns auch dann, wenn wir hier auf Erden wirklich den Weg zum Vater gehen, der uns in sein großes Licht führt. Und das war Sinn und Zweck dieser Reise. Viele Fürbitte, viele Gebete, viele Stätten, viele Tempel und viele kulturelle Gepflogenheiten durften wir in den Seelenreichen zur Auflösung bringen. Vor dem Jokhang-Tempel werfen sich die Gläubigen nieder, 108 Mal, und beten die vor ihnen stehende Gottheit damit an. Shambhala ist aufgelöst, tönt ein Ruf durchs All. Es gibt kein Shambhala mehr. Keinen Sinn, dass wir uns zurückziehen können, fragt ein anderer zurück. Nein. Uns bleibt nur noch der Rückweg, sagt einer zähneknirschend. Und Michael legt seine Hand auf dessen Schulter und sagt, das ist allerdings auch das Beste für dich. Je eher du zurückkehrst, desto eher bist du da. Michael sagt jetzt gerade, das gibt den Zusammenfall des Buddhismus.
O Vater, hab Dank. Schauen Sie selber und lassen Sie sich auch verzaubern von dem Dank des Himmels, den wir dann sehen durften. Wie unser Mount Everest zugewunken hat und nur wirklich kurze Zeit aus den Wolken herauskam, um uns zu begrüßen und für die Arbeit dort oben zu danken. Ich sah gerade Christus noch einmal, wie er im Himmel stand und die Türen aufhielt und sagte: Sie kommen schon zu mir, scharenweise. Ein. Auf einmal hielt unser Fahrer und wir wussten gar nicht recht, was los ist. Shoguloma, sagte er. Und wir staunten. Es war der Mount Everest. Bei ihnen, den Eingeborenen, die große heilige Königin genannt. Ein Jahrhundertereignis war es, so sagt uns unser Reiseleiter, ihn so klar sehen zu dürfen. Und jetzt wussten wir, was Vater sagte, als er uns sagte: Die Berge werden sich vor euch verneigen. Wir hatten das Gefühl, sie winkt uns zu. Die Kette neben ihr, eindrücklich, noch nie von unserem Reiseleiter in solch einer Klarheit gesehen. Es war einfach atemberaubend. Dann begann der Krieg zwischen Indien und Pakistan. Dreimal wurden wir innerhalb dieses einen Jahres gerufen, bitte, bitte an die indisch-pakistanische Grenze zu fliegen, um dafür zu sorgen, durch Fürbitte und durch Aufklärung der dahinterstehenden Wesenheiten, dass auch dieser Krieg ein Ende finden möge. An die Grenze zwischen Indien und Pakistan reisen, also mitten in das Zentrum der Krise, dazu darf man natürlich keine Angst haben, sondern man muss sehr viel Urvertrauen entwickeln. Und dort konnten wir mit Durya, mit Krishna, mit all den Wesenheiten, die den Krieg anzetteln wollten, die aber unsichtbar aus der Atmosphäre auf die Menschen einwirken, handeln. Wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, nachdem ich ja die frühere DDR-Grenze gekannt hatte, wo sich die Armeen relativ feindlich gegenüberstanden und die Menschen zueinander wollten, dass ich jetzt genau das Umgekehrte erlebt hatte. Die Parolen hießen nämlich: Mutter Indien, du bist die Mutter für Gott. Und auf der anderen Seite immer wieder die Rufe nach Allah, fanatisch bis zum Anschlag. Aber die kamen vom Volk. Und das war etwas, was ich wirklich bei aller Liebe und dem besten Willen echt nicht verstanden habe. Wieso das Volk sich so feindlich gegenüberstand. Und dann kam auch schon Gottes Stimme: Karin, du siehst ja, es hat noch keinen Sinn, die zwei Völker in Frieden zueinander zu lassen. Ja, die Völker würden sich die Köpfe einschlagen. Es ist verrückt. Aber ich hoffe, dass es jetzt einfach aufhört, weil das Militär... Das hat mich so gefreut. Sie wollten die offene Grenze. Sie wollten den Handschlag. Sie wollen den Krieg nicht.
Und ich habe ja nachher noch mit einem der Grenzsoldaten gesprochen und der sagte, we want freedom. Wir möchten wirklich Freiheit und wir möchten auch den wirklichen Frieden. Ja? Also das hat mich wirklich stark erschüttert. Also in dem Fall habe ich jetzt zum ersten Mal richtige große Sympathie fürs Militär empfunden und für die Parolenreißer. Da hatte ich keine Sympathie übrig, weil das ja die Trennung bedeutet. Aber eben, dass das Volk diese Trennung wollte, zumindest die Parolenreißer, das war für mich phänomenal und hat mich auch sehr traurig gemacht. Ich hoffe, dass die Wesenheiten, die jetzt mit auf den Umkehrweg gekommen sind, an ihren Anhängern arbeiten, dass solche Sachen, bitteschön, nicht mehr vorkommen. Durga war mit einer der kriegstreibenden sogenannten Göttinnen. Andere dazu. Um diese Wesenheit der hier dargestellten Durga ging es jetzt an diesem Punkt unserer Reise. Ihr Blick verrät alles andere als Friedliebendheit. Sie macht einen sehr kriegerischen und eifersüchtigen Eindruck. Wir fuhren wirklich in die Tempel von Amritsar. Wir fuhren an die Grenzen. Wir redeten mit den Wesenheiten. Ein Ereignis möchte ich Ihnen kurz skizzieren, nur um zu zeigen, was dort oft für Effekte dann entstehen. Nachdem Durga verstanden hatte, dass alles, was sie jetzt gerade angezettelt hatte, ein riesengroßer Irrtum war und sie selber in ein unendliches Leid stürzen würde, hat sie selber dafür gesorgt, dass ein ganzer Konvoi von Waffen, der gerade von China über die Karakorum-Hochstraße bis nach Indien gefahren werden sollte, in den Abgrund stürzte. Waffen über Waffen entzündeten sich selber, lagen tief unten, 1 Kilometer im Abgrund. Die einzigen Opfer, die dann anschließend vom Vater auch schnell aufgenommen worden sind, waren die Chauffeure der Laster. Was hätten diese Waffen sonst für ein Unheil angerichtet, wenn sie alle in diesem Krieg zum Ausbruch gekommen wären? Oh Gott, das möchte ich lieber gar nicht überblicken. Auch sie hat dann anschließend mit den Politikern geredet und nach jedem Einsatz konnten wir wieder die veränderte politische Lage, die veränderten Entscheidungen in den Zeitungen lesen, in den Fernsehen sehen. Dankbar waren wir dafür. So kam es, dass dann dieser Indien-Pakistan-Krieg, der so dermaßen auf Messerschneide stand, auch nicht ausbrechen musste. Danke, Vater. Hab ganz, ganz herzlichen Dank. Amen. Ich sah jetzt im Himmel während dieses Gebetes, wie sich über der Brücke ein großes, großes Lichtloch öffnete, riesig in seinem Durchmesser, und wie in diesem Lichtloch der Vater zu sehen war, wie er aus seinen Händen auf diesen Fluss einstrahlte und wie der Fluss seine Kraft und seine Nachricht mit hinaustrug in die ganze Welt, wie die Menschen alle berührt wurden und wie diese Information jetzt sich Stück für Stück über die Welt ausbreiten will. Die Wasser der Erde nehmen sie mit. Und wir hoffen, dass sie bald alle Menschen erreicht. Amen.